Das war sehr traurig. Hier ist ja noch ein bisschen feucht, ein bisschen nass in der Dusche. Wie kann das denn sein? Vor 26 Jahren haben mich die Leute nur Taserface genannt. Bankraub! Bord ist eingeloggt im Funk. Es geht jetzt los zum Bankraub. Ja, steigen Sie an. Danke, ich sitze vorne. Vorher oder nicht? Auch mal bitte anschnallen, die Kollegen. So, wie ist die Situation vor Ort? Hallo, bestätigt der Bankraub, bewaffnet der Bankraub, Überprüfung mit Geiselnahme, ja, nein. Team Hort ist gleich am Einsatzort. Auch mal hier jetzt, auch ganz kurz, einmal hier jetzt auf dem Weg schon mal gucken. Links, rechts, in die Seitengassen. Ist das Fluchtfahrzeug, steht das eventuell schon mal hier? Stehen vorne vor der Bank. Mehrere Fahrzeuge, Fluchtfahrzeuge. Okay, ich verstehe. Ah, sind die Hustlers. Die was? Die Hustlers? Ja. Also allein für den Namen Hustlers, das kann doch schon bei denen nichts werden. Hustlers, die hätten sich ja Pfeifen nennen sollen. Ich mach das heute hier. Hier sind ziemlich viele Fahrzeuge hier, ne? Ja, jetzt habe ich eine bestätigte Geisel und einen, wo es noch unklar ist. Wir müssten aufpassen, vielleicht tut eine Geisel auch nur, dass sie eine Geisel ist. Wir sollten uns schon auf die fokussieren, die wirklich die Geisel ist. Haben Sie dafür schon Erfahrung? Ja, mal gucken, was der Fahndungspartner gleich zu uns sagt. Okay, der muss das herauskristallisieren. Wir haben eine vermutliche. Ich gehe jetzt einfach auf Risiko und sage, es gibt eine zweite. Können ja. Wir jetzt nicht so riskieren, dass es keine zweite gibt und das aufs Spiel setzen. Das klingt sehr clever. Mal gucken, was der Verhandlungspartner sagt. Wenn nicht, positioniere ich gleich mal zwei Einheiten hinten. Ich möchte heute tatsächlich hier bei meinem allerersten Ausbildungstag nicht direkt in die Vorderrolle rüpfen und in die Front. Ich bin heute hier, um ein bisschen Informationen zu sammeln. Sollten Sie dennoch der Meinung sein, mich in irgendeine Situation einbauen zu wollen, dann seien Sie sicher, ich bin heute hier am Abend das Ass im Ärmel, der Joker, wenn Sie so wollen. Ich kann einfach mit dem Verhandlungspartner reden und ihn einfach totreden. Das ist ja. Schauen wir mal, wie weit der Kollege kommt. Andernfalls können Sie ihn ja dann unterstützen. Gut, sehr gut. Totquasseln, das würde mich aber auch mal interessieren. Ja, totquasseln, das geht tatsächlich. Man muss sehr ausdauernd sein, aber es läuft eigentlich so darauf aus, dass die einfach die Hände heben und sagen, komm, wissen Sie was? Ich gehe lieber ins Gefängnis, als ein bisschen weiter mit Michael Hort zu sprechen. Mensch, das heißt, Sie wären die Geheimwaffe der Polizei. Nicht nur die Geheimwaffe, sondern das Ass im Ärmel. Sie können auch immer mit mir drohen. Sie können auch immer sagen, okay, ich kann jetzt hier verhandeln oder ich rufe Herrn Hort und die werden nach einer Woche werden die sagen, okay, alles gut, wir machen, was sie wollen. Herr Hort, was halten Sie davon, wenn wir uns da drüben mal in die Hauswand stellen und das von Weitem mal beobachten? Das wäre sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst auch unter dem Helikopter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Seht zu, dass wir ein paar Nagelbänder platziert kriegen. Ja, am besten in jede Richtung. Vorne, hinten. Ohne, dass die das davon Wind bekommen. Ja, auch ganz gerne mal ein Nagelband da platzieren, wo die nicht damit rechnen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Logisch. Vielleicht auch mal die Straße rauf. Ja, das ist logisch. Wir platzen seit beide Seiten. Sehr, sehr gut. Toast, wir machen das hier. Wir haben das unter Kontrolle. Wenn Sie wollen und ich soll den Kollegen auch irgendwelche Anweisungen geben von Ihnen jetzt von oben, sagen Sie Bescheid. Oder wenn Sie einen Kaffee brauchen, ich hole Ihnen auch einen. Sehr freundlich von Ihnen. Ja, ich bin Auszubildender. Ich mache das gerne. Ich komme auch gern zu Ihnen nach Hause, putze ein bisschen die Wohnung durch, mache mal ein bisschen sauber. Zack, zack, bam, bam. Ich habe zwei Putzfrauen. Ja, ich kann die dritte sein. Ich kann mich auch so anziehen, ist kein Problem. Ach so, da hat bestimmt ein anderer Interesse. Gut. Ich werde vorne gefordert, Sie halten Herrn Hort bitte im Auge. Informationen. Na, ihm darf nichts passieren. Sag mal, ich bin doch hier kein Kindergartenkind, auf das aufgepasst werden muss. Was soll denn das? Ich wollte gerade fragen, sind Sie ein rohes Ei oder? Wie war es ein rohes Ei? Sehe ich aus wie ein rohes Ei? Ich bin immer für eine gesunde Mischung aus Schlagstock und Pfefferspray, aber leider haben wir kein Pfefferspray. Dann müssen wir halt doppelt schlagen mit dem Schlagstock. Das macht Sinn, ja. Da gebe ich Ihnen recht. Wie war Ihr Name? Rohes Ei war ja nur die... Was? Rohes Ei war ja nicht treffend. Hort. Michael Hort. Frag mal den Chef, ob Sie sich hier in Gefahrensituationen mitbegeben dürfen. Sie waren doch der Heli-Pilot, richtig? Richtig. Gut, halten Sie sich gleich schon mal bereit, direkt in den Heli zu sprinten und loszufliegen. Nehmen Sie den Herrn Hort mit. Sollte auf euch geschossen werden. Herr Bond, alles gut. Sie wissen es vielleicht nicht, aber ich bin Pilot. Ich bin 20 Jahre im Polizeidienst. Das sind 15 bis 20 Leute, ne? Was? 15 bis 20 also 11 was? Leute drin. 11 Leute sollen drin sein, wurde vorhin gesagt. Ja, was? Haben Sie eine Waffe, mit der Sie schießen können schon? Also Sie können sich das aussuchen. Ich bin extrem gut mit dem Taser. In damaligen Zeiten wurde ich Taserface genannt. Okay, dann Herr Taserface, das macht aber keinen Sinn, aus dem Helikopter zu tasern, wenn wir 30 Meter in der Luft sind. Wenn Sie tief genug fliegen, haben Sie einen Tiefflug drauf? Ja. Dann kann ich tasern. Aber der Heli ist von denen abgestürzt. Die haben keine wirkliche Fluchtmöglichkeit mehr. Taserface zum Dienst. Stellen Sie schon mal in Position, damit wir reinspringen können. Oh, es geht los, es geht los, es geht los! Igel in die Luft. Sind Sie soweit? Auf geht's. Oh wow. Okay, ich habe die MP gezückt. Herr Bond, ich bin eigentlich nur in der Ausbildung. Sie sagen mir, wenn ich schießen soll, ja? Ja, wo sind die hin? Ja, die Straße hoch. Sie sehen das. Vorne. Jetzt fährt er nach links.
Einfach geradeaus jetzt. Geradeaus, geradeaus. Da okay, fahren okay. Sie. Sie sehen unseren Polizeiwagen unten, oder? Ja, positiv. Und davor sind die? Ja, die sind extrem schnell. Der Polizeiwagen ist unten. Das war mal eine verdammt solide Landung. Herrn Bond, sind Sie bewusstlos? Herrn Bond! Herrn Bond! Herrn Bond! Herrn Bond! Alter. Herrn Bond! Der Scheiß! Herrn Bond! Ziehen Sie das Ding hoch, Herr Bond! Haben Sie getrunken? Herrn Bond! Herr Bond, hören Sie mich! Hallo, hallo, hallo. Ja, hallo, ich höre Sie, Herr Bond. Sind Sie da? Wieder. Ja, wir hatten wieder diese Zwangskopfschmerzen. Ja, ja, genau. Die Kopfschmerzen waren wieder da. Aber es war nicht der Alkohol, oder? Nein, negativ. Wollen Sie nochmal betonen, dass Sie 20 Jahre Pilot waren? Soll ich nochmal betonen, dass wir hier Zwangskopfschmerzen verabreicht kriegen seit 2 Stunden? Besser nicht. Wir haben auf dem Standby den Helikopter beim Abstürzen beobachtet. Ja, ich bin gerade da. Person mehr. Frage, was machen wir jetzt eigentlich? Wo sollen wir jetzt hinfahren? 20 Jahre Erfahrung, sagt er. Ich hab gesagt, ihr sollt auf ihn aufpassen. Es wurde mehrmals betont, ihm darf nichts passieren, ihm darf nichts passieren. Bam, Heli-Absturz, tot. Erster Tag in der Ausbildung. Herr Bond hatte einfach Alkohol-Intus. Jawohl. Oh. Herr Bond. Ich bin wieder zu... Ich bin wieder da. Kann sich noch erinnern, was mit Ihnen passiert ist? Ich habe kein Gedächtnis, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe da irgendwie ein Doppelkorn. Meine letzte Erinnerung, die ich habe, ist, ich habe ein Doppelkorn gerochen im Helikopter. Doppelkorn? Ein Doppelkorn, ja. Ist der Bond Alkoholiker? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Sie sollten mal mit ihm sprechen. Das Letzte, an das ich gedacht hatte, war die Frau gefegt und der Doppelkorn im Geruch. Oh Gott, ja, Sie haben da ein bisschen so eine Platzwunde im Hintergrund. Ich mache die ganz kurz. Man sagt doch immer, das Letzte, was man sieht, ist das, was man sich wünscht, oder? Ja. Kann das dann einfach die Frau gefegt sein? Ja, wahrscheinlich. Achtung, ich desinfiziere das jetzt ein bisschen. Das könnte ein bisschen brennen. Achtung. Ah! Kriegen Sie von mir jetzt noch ein Paracetamol gegen die ersten Wirkungen des Schleudertraumas. Mal da. Das können Sie dann. Haben Sie Wasser dabei? Ich habe Wasser dabei, ja. Genau, dann nehmen Sie das mal bitte mit Wasser einmal runter. Haben Sie auch noch was Stärkeres da? Haben Sie vielleicht ein bisschen Morphium? Ja. Das ist aber. Da haben wir sehr strenge Auflagen vom Chef. Ja, ist ja, ich bin ja Beamter. Ich weiß doch, was gut ist. Ja, haben Sie. Ich brauche eine Morphium einmal. Ein Morphin. Kannst du dem Herrn dann einmal 5 Milligramm von unserem schwächsten Morphin am Bord mitnehmen, dann mittelstark. Ja, ich schwöre es kurz aus dem Heli, ja. Ja, danke. Das wär super. Dann. Und haben Sie vielleicht ein bisschen Tilidin und eine Sprite? Ich hab Cola dabei. Nee, eine Sprite. Also Tilidin und eine Sprite, das wäre, würde ich mir wünschen, tatsächlich. Das Tilidin, sag ich dem Kollegen? Nur einen kleinen. Ah, Moment. Ja, das haben wir aber nicht vorrätig. Da müssen wir dann nachher nochmal ins Krankenhaus kommen. Okay, können Sie da mal ein bisschen was vorbereiten, einfach für die nächsten 2-3 Wochen, bis die Schmerzen... Gerne ein Rezept für ausstellen. Jetzt gerade ein bisschen schwierig. Haben Sie auch ein bisschen Codein tatsächlich da? Ja, also, das würde ich Ihnen jetzt nicht geben. Also Codein, Tilidin, was haben Sie noch so? Morphium? Also, ich würde jetzt nicht, also, wenn ich Sie so mit Schmerzen vollpumpe, dann müsste ich Ihnen auch erstmal eine Krankschreibung ausschreiben für den Dienst. Haben Sie Xanax? Und ja? einmal Kopf zu und Rinder mit. Danke. Das ist Xanax und das Codein, nee, das lassen wir mal lieber. Könnte ich einmal mit dem, ja. Ja, ich muss Ihnen auch etwas sagen. Ich habe jetzt einen Monat lang habe ich jetzt bei der Polizei gearbeitet, ne? Mhm. Ich habe einen Monat durchgebüffelt, ne? Ja. Ich meine, wenn jetzt heute mein erster Ausbildungstag wäre, dann würde ich nichts sagen, aber meinen Sie, ja, es wäre möglich, wenn Sie mir einen dicken gelben ausstellen für die nächsten 2 Wochen? Da kommen die Kollegen. Wo? Alles gut. Also der Kollege hat sich hier gut um mich gekümmert. Ich soll einmal nochmal für einen kleinen Nachcheck auch nochmal ins Krankenhaus kommen, wegen der Gehirn, ne? Wegen dem Kopf. Aber sonst... Na, wegen dem potenziellen Bluterguss. Und genau, aber sonst bin ich bereit weiter. Ich würde ihn jetzt nochmal so für 1 bis 2 Stunden noch bei Ihnen im Dienst lassen, aber danach sollte er definitiv nochmal zur Nachuntersuchung zu uns kommen. Ja. Er kriegt potenziell vielleicht noch einen gelben Schein. Dann müssen wir noch sehen, dann, je nachdem, Schmerz. Ob sich das dann wirklich zu einer größeren Gehirnerschütterung ausartet oder nicht. Schmerzmittel verabreicht? Ja, ein leichtes Was Morphium. Was hat die Ihnen gegeben? Morphium. Ja, hören Sie mal. Also Morphium war ja wohl das Geringste, oder? Das müssen Sie jetzt entscheiden, wie stark Ihre Schmerzen sind. Wenn ich Ihnen was Höheres gebe, ganz tolle Schmerzen. Kann ich Sie nicht mehr weiter im Dienst lassen. Dann muss ich Ihnen einen gelben ausschreiben. Mhm.
Wenn Sie sagen, es geht mit den Schmerzen, dann kann ich Sie noch weiter im Dienst lassen. Ansonsten müsste ich Sie auch sowieso, wenn die Schmerzen sind. Kann ich ein bisschen noch im Dienst sein und mir dann später den gelben abholen? Ich würde ganz gerne meine Schicht noch beenden. Ja, aber wenn Sie Schmerzen jetzt wirklich so stark sind, dass Sie ein höheres Schmerzmittel wollen, dann würde ich Sie sofort ins MRT mit. Ich schaffe das. Ich bin da, Herr Toast. Sie kennen mich. Ich bin der Mann dafür. Aber Sie kennen mich. Herr Felsener Brandung. Und nach dem Dienst trinken wir beide den Doppelkorn von Herrn Bond leer. Ich darf den auch mit Morphium einnehmen. Ich habe ihm noch gefragt, den Sanitäter. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Ach so, ich glaube, da habe ich mich verhört, oder? Ja, haben Sie wohl. Ja, das kann sein wegen den Kopfhörern, da höre ich immer nicht so gut. Ich markiere das aber dann schon mal in Ihrer Krankenakte. Okay, kann ich zu dem Morphium was anderes trinken? Vielleicht einen kleinen Schnappes? Diese alkoholische Getränke würde ich ganz und gar lassen. Okay, also alkoholische Getränke, dann halt nur ein Bier, ja? Ich glaube, der Mediziner will darauf Sie achten, haben doch gesagt, kein Alkohol. Ich habe gesagt, kein Alkohol. Ja, dann kann ich auch wohl ein Bierchen. Natürlich, alles ich leite Sie dann mal in unseren Laden. Komm, jetzt ein Radler aufs Morphium. Komm, bah. Ein Radler? Ja, ich so, nein. Ja, okay, dann... Das ist jetzt leider eine Ansage, die dann ich machen muss. Ich nehme dann einen V+. 0,0. Was anderes habe ich zu Hause gar nicht zu trinken. Und wenn es mit dem Alkohol öfter ist, dann kann ich Ihnen gerne noch einen Termin mit dem leitenden Psycho machen, ne? Wie bitte? Nix. Hauptsache ist ja auch einfach, ne, dass der Einsatz, ne, die Verfolgung, dass das alles ein bisschen was gebracht hat. Also wie ist es denn ausgegangen? Also wie ich das mitbekommen habe, wurden einige dort auch gestellt. Sehr gut, das wollte ich hören. Auch wieder so ein Artisch. Um Gottes Willen. Oh, was ist denn da los, bitte? Also eigentlich direkt mal rausziehen, ne? Direkt mal Fahrzeugkontrolle, oder? Wo kommen wir denn da hin? Um Gottes Willen, was macht ich zieh den mal kurz raus. Der ist betrunken. Sofort stellen. Alles gut. Haben Sie die Handbremse gezogen? Das ist ein Geisterfahrer gewesen. Der steht ein Geisterfahrer? Der liegt bestimmt hinten in der Britsche oder so. Er hat wieder was getrunken. Alles klar. Joachim, Michael Hort am Apparat. Sind Sie bereit zu einem Gespräch? Gut, dann kommen Sie bitte zum PD. Bis gleich. Sind Sie auch jetzt mitgeflogen, den Ausbildungsprozess? Um Gottes Willen! Mein Gott, was ist denn wieder im Würfelpark los? Ich hab mich jetzt fast eingestuhlt. Wo kommt das Ding denn her? Wahnsinn! Was ist hier im Würfelpark los? Können wir den Leuten weiterhelfen? Was ist abgestürzt? Ich glaube, denen kann man nicht mehr helfen. Digga, die schieben das Flugzeug. Was machen die da? Was ist passiert? War hier Bond wieder unterwegs oder was? Ja. Kennst du meinen Namen? Sorry. Ich zieh mal den Taser raus. Mein Name ist Taserface. Und ich benutze auch ganz gerne meinen Taser. Ich will ja hier nicht meine Macht demonstrieren, oder? Mal einsteigen, ab zum PD. Ich würde vorschlagen, die Ausbildung hat er doch bestimmt bisher ganz gut gemacht. Ja. Ich nehme ihn morgen mit auf Streife. Ich bin nicht mehr im Dienst. Perfekt. Dann sind Sie noch ein bisschen warm. Wünsche ich auch. Und die Dienstwaffen wegpacken. Die was? Dienstwaffen in ein Auto oder in ein Apartment. Michael! Ja, Joachim, guten Abend. Ja, komm mit mir, Michael. Joachim. Michael? Komm mal jetzt mit. Ich hol mir ganz kurz einmal eine andere Hose. Scheiß drauf. Bleib einfach kurz hier stehen. Ich komm gleich. Den müssen wir richtig zappeln lassen. Hier ein Hotel? Da vorne ist, glaube ich, eins. Oha! Richtig geil!